Hallöchen, herzlich willkommen bei Peru Plays, von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich danke euch für euren Support auf YouTube, auf Twitch, auf Kick, neuerdings auch auf Facebook und natürlich besonders meinen YouTube-Mitgliedern, die mich supporten, wie zum Beispiel Micha1307. Wenn auch du mich ein bisschen supporten willst, kannst du das zum Beispiel mit einem kleinen Beitrag über Tippi, natürlich nur, wenn du kannst. Oder du holst dir eins der tollen PC- oder Konsolen-Games bei Instant Gaming. Da gibt es das Ganze für bis zu 90% günstiger und es gibt auch Rabatte auf die Aufladekarten. Schaut mal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's ab ins Video. Viel Spaß. Und damit Hallöchen und willkommen zurück bei Train Live, a Railway Simulator. Ja, Leute, beim letzten Mal sind wir ja ein bisschen in der Herausforderung gefahren, ne, unter anderem mit dem ICE, war eine coole Sache. Ich freue mich natürlich sehr, sehr, dass euch dieses Thema immer noch interessiert oder wieder interessiert. Durch den Release von Taxi Life ist natürlich auch nochmal Train Life in den Fokus gerückt, was auch ein schönes Spiel ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch hier mit der Wirtschaft und so. Damit beginnen wir heute, weil heute endlich können wir unseren ersten Fahrer einstellen. Bevor wir das machen, natürlich bitte, Leute, nicht vergessen, wenn euch das Ganze hier gefällt, ne, einmal mit dem Finger zucken, für euch ein kleiner Move, für mich eine Riesenhilfe, ne, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, ne, würde mich sehr freuen. Schaut auch gerne mal in den Livestreams vorbei, ihr könnt die Videos teilen, ihr könnt das alles machen, kostet euch nichts, ne, für mich ein Riesensupport, Dankeschön dafür. So, ja, wie gesagt, wir können einstellen, einen Fahrer und dazu müssen wir natürlich vorher eine Lok kaufen. Und das machen wir jetzt erstmal. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie das funktioniert. Das heißt, ja, genau so. So, wir haben 194.000. Das sollte also eigentlich recht gut hier vonstatten gehen. Dann kaufen wir eine zweite Salzgitter. Und dann würde ich mal sagen, müssen wir hier erstmal raus aus unserem Service Point, damit wir in die Weltkarte kommen. Um unseren ersten Mitarbeiter einzuplanen, damit er auch für uns ordentlich Asche macht. Okay, schauen wir uns mal an. Ab in die Weltkarte, da ist er. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ins Unternehmen natürlich rein, in die Mitarbeiterliste. Jetzt brauchen wir natürlich jetzt noch einen Lokführer für unsere neue Salzgitter. Jetzt schauen wir natürlich auch ein bisschen natürlich auf die, wie soll ich sagen, ja, auf die Eigenschaften des Lokführers, Führerinnen. Das müssen wir ja immer gendern hier, ne? So, ja, lass uns mal gucken. Alter, 55, Finnland, Bulgarien. Nationalität ist mir eigentlich relativ pumpe. Die sehen aber alle so ungefähr gleich aus, ne, von der Grundausstattung. Die haben ja also alle dieselben Verstärkungen. Ich glaube, die haben verschiedene Werte, aber die sind so klein gedruckt. Warte mal. Jetzt haben wir hier zum Beispiel bei Energie, ne, das ist das zweite von links hier mit dem Blitz, da sehen wir jetzt ganz, ganz kleine 2. Das heißt mehr Energie. Und sie hat maximale fortgeschrittenen Punkte, die Option. Okay, er hier hat so gut wie gar nichts. Maximale Aufgabenentfernung. Also er kann zwar weiterfahren, sonst bringt er uns aber überhaupt keine Vorteile. Was haben wir hier? Jack Doherty, 46 aus Irland, ja, hallo, der hat zum Beispiel, der sieht ganz interessant aus, maximale Aufgabenentfernung, er hat zusätzliche Energie und maximales fortgeschrittenen Punktepotenzial. Das heißt, den behalten wir mal im Auge, den Kollegen. Das war die Position 4, den merken wir uns mal. Ja, besser wird's nicht, ne? Okay. Dann nehmen wir den Jack. Dann nehmen wir den Jack. Der hat jeweils nur einen Punkt natürlich, ne? Aber dafür in 3 verschiedenen Verstärkungsbereichen. Ich meine, das ist die bessere Option. Deshalb machen wir das einfach mal so. Okay. Unternehmensübersicht, glaube ich, müssen wir jetzt zurück. Warte mal. Das ist das, das ist das, das ist das. Ja, genau. Jetzt ist der Gute noch inaktiv. Jetzt müssen wir ihm natürlich erstmal natürlich eine Lokomotive zuteilen. So, die eine ist besetzt, ist klar, die feiere ich. Moment.
Konfiguration bestätigen. Ja, jetzt ist die Salzgitter 6 dem Jack zugewiesen. Sehr gut. Ja, dann sollte ich mal sagen, erstellen wir mal eine Aufgabe für den Kollegen. Ja? So, ganz wichtig, maximale Aufgabeentfernung haben wir jetzt 700 Kilometer. Er kann maximal 5 Waggons pro Fracht übernehmen. Das andere ist für uns jetzt eigentlich ziemlich egal, weil Fracht werden wir jetzt noch nur machen mit ihm, nicht Passagierverkehr. Was sich wirklich rentiert hat, finde ich, war die Kohle, das Kohlengeschäft. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir hier diese Option nehmen, warten auf volle Ladung. Also nicht, dass er halb leer oder nur mit einem Waggon losfährt, ist ja unwirtschaftlich. Ne? Nachher ist der Transport teurer als die Kohle selbst. Das bringt nichts. Deshalb werde ich das mal mit reinnehmen. Warten auf komplette Auslieferung. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Aber die Aufgabe wiederholen, weil er soll ja selbstständig immer wieder diese Route fahren. Und wie gesagt, das mit der Kohlengrube lief ja ganz gut. Ja, deshalb machen wir das auch so. Ich muss aber, das geht richtig steil ab hier, die Steuerung gerade. Haben wir nur 2 Kohlengruben, die wir hier aktuell wählen können? So, Bremen-Kohlengrube nach. Jetzt will ich hier natürlich gerne mal ein Kraftwerk sehen. Ist hier sonst kein anderes Kraftwerk in der Nähe? Warte mal. Nürnberg-Kraftwerk. Ah, die anderen sind wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Dann müssen wir tatsächlich nach Nürnberg. Geschätzte Zeit ohne Ereignisse, bla 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 bla. Aufgabe bestätigen. Dann machen wir das mal. So, schauen wir mal. Fracht Kohle, 5 Waggons, Route von Bremen Kohlewerk nach Nürnberg Kraftwerk. 5 Waggons. Er wird warten, bis diese 5 Waggons voll sind und sich dann auf den Weg machen. Wir erhalten dafür pro Waggon 50 Dollar. So, und der Kollege, wir sehen das ja gerade, ist auch gerade schon unterwegs. Er macht sich gerade auf die Socken mit seiner Lok. Und ja, zum Start fahren. In einer Minute, anderthalb Minuten sollte er am Startpunkt sein. Sehen wir ihn auf der Karte? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich will jetzt nur mal rein Neugierde halber mal gucken. Ach ja. Schön. Aber ich sehe ihn nicht. Aber ist egal. Solange er Geld verdient, ich muss ihn ja nicht immer im Auge haben. Gottes Willen, ich will ja den auch nicht kontrollieren hier, ne? Nein. Wir gucken jetzt nach einem Auftrag für uns. Wir stehen jetzt immer noch in Prag, im Stahlwerk. Haben wir hier eventuell... Ach guck mal, wir haben hier in Nürnberg die Kohlengrube. Ja, super. Nee, dann machen wir das doch. Dann fahren wir hier nach Prag. Obwohl, Moment. Das kann ich doch gleich als Auftrag machen, als Abholauftrag. Ich bin ja auch doof hier, ne? Ja, es ist morgens wieder, ne? Ihr merkt das. Dresden. Das ist gar nicht dabei bei den Aufträgen. Kohle beliebig. Mit den Lieferungen habe ich mich jetzt gerade noch gar nicht so beschäftigt. So, jetzt fangen die Deppen wieder frühmorgens an zu werkeln hier vor meiner Haustür. Gut, dass ich momentan nicht mehr im Homeoffice bin. Ich glaube, ich würde die umbringen. Weil ich ganz einfach kollabiere hier. So. Ich muss mich da mit den Lieferungen nochmal einlesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, dass ich den jetzt annehme als Lieferung und dann frei nach Prag fahre. Hä? Wir probieren das mal. Warte mal. Ach, den kann ich gar nicht annehmen. Okay, Leute. Nee, dann hilft es nichts. Dann machen wir jetzt die Fahrt zur Kohlengrube.
dann holen wir ab und dann wollen wir mal hoffen, dass die Kollegen hier uns den Bums auch wieder abnehmen, ne? Okay, so, dann ist hier alles richtig eingestellt. Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Ich denke, ja. Bremse ist raus. Abfahrt. So, das war jetzt reichlich viel Theorie, ne? Aber natürlich, wir müssen die Kollegen einteilen. Wir müssen unsere Route planen. Ja, ist klar. Also so oder so, wir müssen für die nächste Ladung, für die nächste nach Nürnberg. Ist so. Also machen wir das auch. So, bis auf 70 können wir hoch. So langsam habe ich mich da so ein bisschen eingefuchst. Hier bei der Lok ist das eben halt so bei 30-40%, ne? Dann ist man so bei 70-80 km/h. Spitzenleistung. Eher mal so auf die 30 runter, sicher, sicher. So, haben wir wieder Wildwechsel. So, ich sehe gerade, ich brauche gar nicht beschleunigen. Ist schon gleich wieder 60 nur. Ja, super. So, jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Früher Abend schon wieder. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man hier einen Zeitsprung machen kann. Ich würde es cool finden, aber naja, gut. Ist wie es ist, ne? War da eben gerade Viehkram? Ne, ich dachte, ich sehe da ein Reh. Ja, wäre ja auch so die Ecke hier, ne? Haben wir das Schild ja gesehen, Warnung hier, Wildwechsel, aber habe ich mich doch verguckt hier. So, ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht allzu sehr. Also hier wird es mittlerweile infernalisch, der Lärm. Ich hoffe, wie gesagt, ihr kriegt da nicht so allzu viel mit. Also, die sind hier das dritte oder vierte Mal hintereinander am Aufreißen derselben Straße. Also, ne, von Arbeit verstehen die hier, also jedenfalls bei dem Betrieb, nicht so wirklich viel. Ne, die reißen jetzt dieselbe Straße innerhalb von 2 Wochen, ich glaube, das vierte oder fünfte Mal auf. An derselben Stelle. Also es ist wirklich unfucking fassbar. Und hier vibriert also wirklich das ganze Haus. Es ist wirklich unmöglich. Das ist jetzt wirklich der einzige Grund, weshalb ich froh bin, dass ich nicht aktuell im Homeoffice mehr bin. Ich bin jetzt aktuell wieder im Büro. Ist ja auch mal nett mit den Kollegen mal wieder. Ein bisschen zusammenarbeiten und auch quatschen mal in den Pausen. Aber wie gesagt, normalerweise arbeite ich lieber von zu Hause, aber so geht das überhaupt nicht. Ne? Das ist... würde gar nicht hinhauen. So, ich weiß jetzt aktuell gar nicht, welchen Motor ich jetzt gerade höre hier auf dem Headset. Dem vom Arbeitstraktor und beziehungsweise von den Presslufthämmern oder von meiner Lok hier. Kann ich jetzt gerade schwer auseinanderhalten, muss ich ehrlich sagen.
Ich sehe gerade, Nürnberg sah irgendwie auf der Karte ein bisschen näher aus, ne? Hier haben wir jetzt 38 Kilometer. Das sah jetzt gar nicht nach so viel aus. So, immer schön hupen natürlich am Bahnübergang, ne, ist klar. Oh, ich bin hier drauf. Ich bin sowas von über drauf hier. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser massive Lärm jetzt hier gerade, der mich auf mich eintrommelt, lenkt mich natürlich auch ein bisschen ab. Ich hoffe, wir kommen trotzdem klar hier. So, und wenn alles gut läuft, sollten wir während unserer Fahrt dann auch eine Benachrichtigung kriegen, dass unser Kollege jetzt zum Beispiel Waren abliefert und entsprechend natürlich unser Konto bereichert. Es ist jetzt auch neblig auch noch. Läuft hier volles Programm für mich hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Haben wir hier eine Steigung? Kann das sein? Naja, gut. Auf jeden Fall, wir klettern uns da so langsam hoch. Dann dürfen wir auch gleich die 80 erreichen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe es total unterschätzt jetzt, die Strecke, ne? Ohne Scheiß. So, hier ist schon wieder Wildwechsel. Honken wir mal, vorsichtshalber. Ich bin mal gespannt, wie der Jack jetzt fährt. Also wir werden ja in Zukunft dann auch Fähigkeits- oder Fertigkeitspunkte für ihn verteilen können. Aber er ist ja so mit den Grundeigenschaften schon mal, finde ich, gut ausgerüstet. Das ist ausbaufähig. So, 95. Ja, jetzt geht es mal ein bisschen stabiler voran hier. So, an dieser Stelle übrigens, jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Klönen, ein bisschen zum Schnacken, ne? Wenn ihr vorab Zugriff auf meine Video-on-Demands haben wollt, ne? Holt euch doch meine Mitgliedschaft bei YouTube, damit supportet ihr mich, habt Zugriff im Vorweg auf Video-on-Demands und ab und zu gibt es auch mal ein leckeres Special für meine Mitglieder, ne? Einfach mal vorbeischauen, würde mich freuen, ne? Nur mal so nebenbei. Alter, jetzt geht's auf 65 runter. Was ist nur? Ach so, weil ich durch Hauptbahnhof fahre, oder wie? So, es pöllömmelt gerade, Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, ob ihr das jetzt gerade gehört habt. Peinlich. Ich meinte, ich hätte den Ton ausgestellt, aber okay.
Was sind das für Bögen hier? Hä? Die habe ich noch nie gesehen. Ja, mal was Neues. So, ja, Tiere auf den Gleisen. Ich sehe aber nichts. Das ist irgendwo da ganz weit hinten, 1,5 Kilometer noch von uns entfernt. Ich honke immer so gerne im Tunnel. Das halt so schön. Schön. So, hier geht es jetzt sogar auf 40 gleich runter. Leute, was ist denn hier am Gehen? Wollt aber jetzt nicht übertreiben hier, Freunde, ne? Was ist denn hier los? Na gut. Dann soll das so sein, ne? Okay, jetzt haben wir das Gleis gewechselt, jetzt dürfen wir schneller fahren. Ein Hin- und Hergeier hier. Okay. So, jetzt sollten wir eigentlich auf dem Nebengleis jetzt durch den Bahnhof rollen. Also nicht durch, sondern daneben. Hoffe ich. Ja, doch nicht ganz. Also wir dübeln hier über den Außenbahnsteig. Na, dann stoßen wir mal ins Horn hier. Gerade schon so ein bisschen Schreck, wo ich die Faust hier gesehen habe, nicht, dass wir auf dem Abstellgleis landen. Leute, macht keinen Scheiß. Auch wenn es jetzt nicht so hoch detailliert gestaltet ist wie Train Sim World, macht es doch eine Menge Spaß. Immer noch, gerade wegen dem wirtschaftlichen Aspekt. Da beginnt der Spaß ja bei uns jetzt hier gerade erst. Mit unserem ersten Fahrer. Und wir werden das natürlich noch ausbauen. Und dann, wenn das so ein bisschen am Laufen ist, werde ich mich ein bisschen mehr auf den Passagierverkehr konzentrieren. Mit dem haben wir uns nicht wirklich so viel beim ersten Durchlauf befasst. Das soll sich dann auch ändern. Wir werden auch in einer der nächsten Folgen auch nochmal eine weitere Herausforderung fahren mit dem ICE 4. Den bin ich jetzt nun auch überhaupt nicht gefahren. Den gibt es ja leider überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Es gibt ihn nicht in Train Sim World. Wie kann das sein? Der Dreier fluchst da immer noch rum. Vierer, Fehlanzeige. Keine Ahnung warum. Frag mich nicht. Also auf jeden Fall hier werden wir ihn mal fahren. Da freue ich mich schon drauf. Ein sich nähernder Zug wurde entdeckt. Ja, super. Gut, muss jetzt nicht heißen, dass er bei uns unbedingt auf demselben Gleis ist, aber Vorsicht ist angebracht. Und ein Fuß auf der Bremse.
So, jetzt müssen wir natürlich auf die Signale achten. Ja, da wird es nämlich schon wieder grün, beziehungsweise blau-grün gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, warum die blau genommen haben als Farbe. Ist mir jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Ob das. Haben die das für Farbenblinde gemacht? Kann das sein? Ich kenne mich mit Farbenblindheit nicht aus, aber. Können die blau besser erkennen? Also, wenn das jemand weiß, ne, schreibt mir das mal rein in die Kommentare. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber warum haben die ja blau statt grün? Ich finde das eine gute Frage. Ja, siehst du, da kommt der Kollege. Überhaupt keine Gefahr. So, wenn wir jetzt allerdings weiter mit 40 km/h durch die Gegend kriechen, geht das weit über unsere Aufzeichnungszeit heute. Da muss ich eventuell mal ein bisschen schnippeln. Müssen wir mal gucken. Was ist denn hier los? Hier ist es übrigens genauso wie auch in Taxi Life natürlich. Eure Kollegen fahren nur, wenn auch ihr fahrt, ne? Sonst passiert nichts. Also mit gutem Beispiel vorangehen und fahren, fahren, fahren. Dann sind auch eure Kollegen dabei und verdienen für euch und mit euch Geld. Ganz einfach. Gerade schöne Aussicht hier, ne? Guck mal. Sowas muss man natürlich auch mal, ne, würdigen. Schön. Schön, schön. Alter, jetzt geht's schon wieder auf 55 runter, Junge. Das ist ein Hin und Her hier. So, wir verlassen die Hauptstrecke und können deshalb auch wieder mal so ein bisschen mehr Leistung aufschalten hier. So, mittlerweile ist es nachts kurz vor eins, Entschuldigung. Jetzt haben wir doch noch Nachtexpress hier, hatte ich jetzt nicht so geplant, aber okay. So, wer sich für Transport interessiert, egal ob es auf den Gleisen ist, auf der Straße oder vielleicht zu Wasser, dann seid ihr hier natürlich genau richtig. Schaut gerne mal rein. Montags ist bei uns im Livestream immer Transporttag. Da sind wir unterwegs mit Bus, mit Bahn, mit Trucks oder auch mit Schiffen. Wenn ihr da Lust habt, schaut mal rein. Wie gesagt, das Ganze immer montags live auf YouTube, Twitch, Kick und seit neuestem auch auf Facebook auf meiner Seite Peru4171. Schaut gerne mal vorbei und ne, lasst auch gerne mal ein bisschen Liebe da. Ne? Danke.
Also, wenn das jetzt zu knapp werden sollte mit der Rückfahrt nach Prag oder wohin auch immer es uns gleich verschlägt, dann werde ich das ein bisschen kürzen, ne? Ein bisschen zurechtschneiden, damit das hinkommt, weil es ist eben halt leider so, auf der PS5 habe ich natürlich so eine begrenzte Aufnahmezeit, liegt in der Natur der Sache. Deshalb muss ich das alles immer so ein bisschen komprimieren auf eine Stunde, was aber, finde ich, ein guter Happen zum Schauen ist, ne? Eine Stunde ist übersichtlich. Aber zumindest eine ganze Fahrt, finde ich, sollte immer mit dabei sein. So, knapp die Hälfte der Strecke haben wir jetzt auch hinter uns, Richtung Nürnberg. Es fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich mich tatsächlich entscheiden vorher für einen Auftrag, weil, ja, aus Gründen. Nein, Spaß beiseite. Es ist ganz einfach so, ich kann ja nicht ohne Auftrag hier irgendwo liefern. Also das war jetzt auch, glaube ich, Blödsinn, was ich jetzt erzählt habe. Kohlengrube hier in Nürnberg-Kraftwerk, wenn 212 Kilometer, das ist jetzt keine Riesenstrecke, die nehmen wir jetzt einfach mal. So. Das passt dann ja, ne? Von Nürnberg-Kohlengrube zum Nürnberg-Kraftwerk ist es auch keine Riesenstrecke. Theoretisch müssten wir das da schaffen, zeittechnisch. Jetzt können wir nämlich auch ein bisschen wieder beschleunigen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen hier. Was mich ärgert, du kommst noch nicht mal auf die 120, die hier erlaubt sind, ne? Schon geht's wieder runter auf die 90. Zack, da ist sie. Auf jeden Fall kriechen wir nicht mehr durch die Gegend, das ist schon mal eine ganze Menge wert. Ein sich nähernder Zug, mal wieder. Wir behalten die Signale mal im Auge. Scheiße, Entschuldigung. Man muss sagen, wie es ist. Das riecht nach einem spontanen Halt. Da sind die Signale schon auf Rot. Volle Möhre, Halt. Okay. Dann warten wir kurz. Es hilft nichts. Schiede. Das hält uns ja alles auf hier, ne? Na, der lässt sich aber auch Zeit, ne? Ja, meine Herren, Dankeschön. Ja, dauert noch. Kleinen Moment. Boah, kriege ich noch ein bisschen mehr, ne? Junge. Kollege, hau die Hacken hinterher hier. Ja, da ist er. Wird auch mal Zeit. Was suchst du auf meinem Gleis, Freund und Kupferstecher? So, weiter geht's. Hoffentlich ohne weite Verzögerung hier.
Gott sei Dank, wir dürfen gleich wieder die 100 überschreiten hier. Dieses Rumgekrieche macht mich fertig, ganz ehrlich, Freunde. Ist nichts für mich. Jetzt mach keinen Scheiß hier. Nicht noch einen Zug, bitte. Wir müssen mal sehen, dass wir hier aus der Pötte kommen hier. Das kommen wir hier niemals an. Und schon gar nicht zurück oder irgendwo hin. So, ihr seht es hier am Navi, an der Karte. Entschuldigung, ich habe wirklich einen Frosch heute Morgen im Hals. Muss mich ab und zu mal räuspern. Wir sind immer noch im Einzugsgebiet von Prag. Was ich ein bisschen deprimierend finde, weil es uns immer zeigt, wir sind jetzt durch das Gekrieche nicht sehr weit gekommen. Also jetzt nicht besonders schnell jedenfalls. Ja, jetzt geht es hier schon wieder auf 80 runter. Leute, es ist wirklich... So, hier kommt das Einzugsgebiet Nürnberg in Sichtweite. Sehr schön, immerhin etwas. Was ist denn das für eine Kohlengrube, die da markiert ist? Nürnberg ist noch 15 Kilometer entfernt. Sehr mysteriös. Was war das gerade? Da ist es wieder. Seht ihr es im Navi? Ah, da ist das Abholgleis. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Super, damit ist unsere Route endgültig gefixt. So muss das sein. Oh, jetzt gerade eben kann ich mal ein bisschen Leistung aufschalten, geht schon wieder auf 90 runter. Das regt mich ein bisschen auf. Man kommt gar nicht so dazu, richtig Leistung aufzuschalten. Ne? Kaum bist du bei der Leistung, ja, die ist ja jetzt nicht so schnell, die Lok, die braucht ein bisschen, bis sie auf der Geschwindigkeit ist. Schon geht's wieder runter. Ne? Es ist, man kommt nicht so wirklich aus dem Quark, ne? So gesagt. Wieder an sich nähernder Zug. Schauen wir mal, was die Signale gleich sagen. Ja, ich gehe mal so ein bisschen runter hier von der Leistung. Ungerne, aber
Okay, das Signal bleibt grün. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auf dem gegenüberliegenden Gleis dann tatsächlich auch einfährt. Oder an uns vorbeifährt, sagen wir es mal so. Ah, der Kollege wartet. Der will auf unser Gleis. Warum auch immer. Falsche Richtung. So, jetzt aber ein bisschen mit Schmackes Richtung Nürnberg. Eigentlich sind wir schon da, aber wir müssen Bogen fahren. Ja, ihr seht das hier, Luftlinie, wäre das noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Is there something you need? We're prepared to receive you and have marked tracks for your arrival. Das finde ich sehr nett. So, die Einfahrt in den Bahnhof ist angefragt und bestätigt. Alles tutti. So, hier geht's schon wieder auf 90 runter. Ja. Jetzt waren wir gerade so schön in Schwung, ne? Naja, was sollst du machen? Und da geht's schon wieder runter auf 80. Ja, ich muss jetzt mal kurz tief durchatmen. So, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Und schalte runter auf 80. Also das Navi ist gerade ein bisschen verrückt. Kann das sein? Guck mal, was ich hier sehe, wenn ich auf Abstellgleis gehe. Das kann nicht stimmen. Ich werde nachher vorsichtshalber nochmal die Einfahrt beantragen, weil irgendwas haut da nicht hin. Ja, es ist gerade auch außerhalb der Reichweite. Wäre natürlich cool, wenn jetzt noch in dieser Session unser lieber Kollege hier seine erste Tour fahren würde, dass wir mal sehen, was er hier einnimmt pro Fahrt. Dann kann man da so ein bisschen damit rechnen auch schon, ne? Also ich werde die Einfahrt gleich nochmal beantragen. Also, ne, ich gehe da auf Nummer sicher. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber irgendwas haut da irgendwie nicht so hin. Sollte ja gleich in Reichweite wieder sein. Aber eine schöne Fahrt, ne? Gerade hier jetzt durch Nürnberg. Schön. Sieht man auch mal ein bisschen Stadt hier. So ein kleines bisschen. Da ist die Kohlengrube. Station Operator here. What can we do for you? You've been given clearance. Proceed to entry.
Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Bremse getreten. Egal. Alles gut. Wir sind jetzt sowieso fast in der Endphase. So, Abholgleis, da ist es. Jetzt stimmt das auch wieder. Also ich merke schon, es bringt nichts, auch wenn man mal früher durch die Streckenführung Kontakt hat zur Station. Es bringt nichts, vor 5 oder 6 Kilometern die Einfahrterlaubnis zu holen. So, mit Vorsicht wieder mal vorgehen. Ah, jetzt geht das wieder los. Ach Leute, was ist denn mit euch verkehrt hier heute? Ich will doch einfach nur meine Ware abholen oder abliefern. Kann doch nicht so schwer sein, oder? So, jetzt halt an hier, macht keinen Mist. Okay, wieder mal warten. Leute, das ist heute einer dieser Tage, ne? Junge. Dumm. Hallo, Kollege, gib mal Gas. Ja, wie soll ich sagen? Ich kann so nicht arbeiten, ne? Das ist heute extrem hier. Zum Glück sind wir jetzt kein Passagierzug oder so. Hätten wir schon Hölle, Verspätung. Ach so, der quert da vorne das Gleis, seht ihr? Deshalb kommen wir nicht weiter. Der will noch nicht mal auf unser Gleis, sondern blockiert jetzt aktuell das Gleis, wo wir hinwollen. Okay. Trotzdem wäre es nett. Jetzt ist er ja durch hier. Jetzt können wir mal grün machen hier. Hallo. Er ist vorbei, er ist durch. Nichts mehr im Weg. Nix Zug, machst du grün, er blau. Leute, heute wollt ihr es von mir wissen. Was ist denn jetzt noch? Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Ich muss mal gucken, wie weit die Mindestentfernung ist. Also ich glaube, irgendwie 200, 300 Meter muss er mindestens von mir entfernt sein, wie es aussieht. Damit das Signal wieder umspringt. Naja, man soll sich ja nicht beschweren. Ne? Also jetzt ist schon mal was los auf den Gleisen. Anstatt nur Sturm geradeaus fahren von nach A nach B, ne? Ist schon okay. Bloß wenn man es gerade natürlich gar nicht braucht, ne? Dann gibt es rotes Signal. Ihr kennt das. Es regt einen trotzdem irgendwie ein bisschen auf. So, da unten sehen wir schon im Navi. Nürnberg-Kohlewerk.
Also normalerweise, wenn unser Kollege jetzt schon eine Ladung übernommen hat und auch gefahren ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil wir haben es ja so eingestellt, dass er wartet, bis die Ladung vollständig ist, dass er also keine Leerfahrten hat, dann sollte er eigentlich bald jetzt abliefern, weil seine Strecke ist ungefähr so lang wie meine, die wir jetzt gefahren sind. Also rein theoretisch. Ich linse schon die ganze Zeit immer so auf die Ecke da oben, wann jetzt die Anzeige kommt über Einnahmen. Aber noch tut sich nichts. So, ich brauche gar nicht jetzt mehr so heizen eigentlich, weil wir fahren gleich in den Bahnhof ein. Das heißt, ich bremse sogar jetzt mal ein bisschen ab, weil im Bahnhofsbereich oder im Stationsbereich, sagen wir mal in dem Fall besser, sollten wir eh nicht da durchkrachen wie sonst was, weil ist ja ein Rangierbahnhof. Und wer weiß, wohin die Weichenführung uns führen will. So, da sind wir, Freunde. Kohlewerk voraus. So, ist auch schon richtig alles korrekt eingestellt. So muss das sein. Da hinten leuchtet es nett. Da wartet unsere Kohle. So hat der Papa sich das vorgestellt. Jawohl, ja. So, dann hauen wir mal auf die Klötze. Sehen Sie gut, dass wir schnell unsere Anhänger rankriegen. Jawohl, ja. Ja, komm hier, du darfst mal hier bremsen. Okay. Notfallbremse rein, sonst geht ja hier nichts. Dann laden wir mal schnell unsere Kohle für Nürnberg. Ab auf die Gleise, ankoppeln. Beenden. So, check. Hängt alles hinten dran. Sehr gut. Okay, wir müssen noch eine Route festlegen, sehe ich gerade. Nicht, dass ich das vergesse hier. Okay. Ich will nur ganz kurz wieder in die Cockpit-Ansicht. So, jetzt legen wir mal schnell die Route fest hier. So, wir sind Nürnberg. Kohlengrube. Nürnberg Kraftwerk da oben ist es. So. Okay. Dann sind wir abfahrbereit. Notfallbremse gelöst. Ja, ich sehe schon, in Nürnberg Kraftwerk werden wir wahrscheinlich auch nochmal tanken müssen. So, es wäre jetzt von der Zeit ein bisschen eher knapp. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Nürnberg zum Kraftwerk und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, und da sind wir schon wieder. Und ihr seht, wir haben bereits Einfahrt erhalten in die Station Nürnberg Kraftwerk. Wir haben schon die Stationsanforderungen erfolgreich durchgeführt. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch unsere Ware abstellen. Unsere Waggons. Und in der Zwischenzeit hat unser Kollege, das habe ich selber fast gar nicht mitbekommen, seine Ware ebenfalls schon abgeliefert. Ihr seht oben rechts, ne, wir hatten irgendwie 38.000 Euronen, jetzt sind es 57.000. Also knapp 20.000 hat uns die Tour vom Kollegen eingebracht. Damit kann man arbeiten, würde ich mal sagen. So, das Geld können wir auch dringend brauchen. Wenn ihr mal guckt auf meinen Tankstand unten rechts, nur noch 30%. Ich muss gleich erstmal dringend tanken vorher, aber
koppeln wir natürlich erstmal unsere Ware ab. So. Lieferung bestätigen. Beenden. Das gibt nochmal 15.000 obendrauf. Da sind wir jetzt bei 72.763. Es geht aufwärts, Freunde. So, für mich soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Würde mich freuen. Ne, vielleicht schaut ihr auch mal bei dem einen oder anderen Livestream vorbei. Ne, auf YouTube, Twitch, Kick oder auf Facebook. Ne, also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.